Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu meinem ersten FIFA 19 Video. Ihr seht im Hintergrund das Champions Edition Cover. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt auf die Social Media Kanäle, die letzten paar Wochen, Monate, hatte ich mit T-Mobile ein Gewinnspiel und zwei konnten mit mir zur Gamescom fliegen, direkt in die EA Lounge. Und da will ich mich auch natürlich erstmal natürlich bei T-Mobile bedanken, aber natürlich dann auch direkt bei EA für die Einladung zu der Lounge, wo wir das ganze Spiel spielen konnten, antesten konnten und Gameplay-Videos aufnehmen durften. Und ja, hier in diesem ersten Video von FIFA 19 werdet ihr ein Gameplay sehen gegen The Stranger, gegen Gimli, ja, gegen einige FIFA-Profis. Auch in der Beschreibung ist der eine oder andere auch verlinkt, das heißt, folgt denen dann und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit meinem ersten FIFA 19 Video. Ja, liebe Leute, wie versprochen, widmen wir uns heute dem FIFA 19 Gameplay. Ich habe mir auch einige Punkte vorbereitet, die ich mit euch durchgehen werde, die natürlich neu sind in FIFA 19. Ich habe dazu mir vier Spiele rausgesucht, zweimal gegen Tim the Stranger von FC Basel und zwei gegen Gimli FIFA aus Österreich. Und wirklich auch nur die Tore rausgeschnitten, damit das jetzt nicht ein unnötiges Gameplay wird. Weil, ja, ich muss natürlich auch zugeben, dass ich das Spiel natürlich noch nicht beherrsche, aber ist ganz, ganz logisch. Wobei ich muss sagen, von den vier Spielen habe ich drei gewinnen können, also es ist schon auf jeden Fall ein guter Schnitt, nur es fallen halt grundsätzlich wenig Tore. Ich würde mal sagen, gehen wir ins erste Spiel gegen Tim. Ich mit Paris, er mit Barcelona. Ja. Ganz, ganz wichtig auch dazu zu sagen ist, es kommt morgen ein Taktikvideo raus. Ihr seht ja jetzt gerade im Gameplay das Thema Taktik und Aufstellungen. Das hat sich extrem erweitert und dazu bitte ich euch morgen unbedingt das Taktikvideo anzuschauen. Das dauert ca. 30 Minuten, also da kommt auf jeden Fall was ganz, ganz Krasses auf euch zu. Und ihr werdet sicher das eine oder andere für euch mitnehmen können, wenn FIFA 19 dann noch draußen ist. Ja, ich habe die meiste Zeit mit 4-2-3-1 gespielt. Ich fand das eine sehr kompakte Aufstellung, aber ob das dann definitiv auch meine Hauptaufstellung sein wird, das kann ich euch noch nicht sagen, weil es, wie gesagt, ich habe insgesamt so 15 Spiele gemacht, habe vieles getestet, 4-2-4, 4-2-2-2, enge Raute und 4-2-3-1 hat mir einfach am besten gefallen und das habe ich dann fast zu 80% auch dann immer gespielt. Ja, wir sehen jetzt hier noch, dass Tim gerade die individuelle Taktik für sich einstellt. Wie gesagt, das dann nähere Infos und mehr Informationen, was das alles eigentlich bedeutet, ist dann morgen in der zweiten Folge zu FIFA 19 auf jeden Fall für euch sichtbar. Deshalb, wie gesagt, abonniert meinen Kanal und macht die Glocke an und dann werdet ihr das Video auf jeden Fall morgen nicht vergessen. Ja, ihr merkt auch jetzt schon, das Gameplay hat sich auch ein bisschen verändert, auch die Grafiken in die ganzen Menüs. Das ist sehr, sehr, sehr überarbeitet worden, finde ich meiner Meinung nach auch viel, viel besser, moderner als jetzt zu FIFA 18. Ja, die Skill-Modus-Möglichkeiten und die Skill-Spiele haben sich auch verändert. Das heißt, da kann man auch wieder sicher einige Spiele machen, um gewisse Dinge natürlich auch zu trainieren, was vor allem natürlich dann vielleicht im Abschluss wichtig ist oder vielleicht auch für die Flanken oder fürs Passspiel. Da gibt es dann viele verschiedene Möglichkeiten, das könnt ihr euch dann sowieso, wenn das Spiel draußen ist, auf jeden Fall auch mal anschauen. So, wir sind im ersten Spiel gegen Tim vom FC Basel. Ja, wie gesagt, ist auch in der Beschreibung verlinkt, hat jetzt auch mit YouTube angefangen und lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr ihn feiert und wenn ihr ihn gerne in Zukunft verfolgen wollt im Bereich YouTube und Social Media. Ja, ihr seht jetzt die 55. Spielminute, er steht 0-0. Da komme ich gleich mal zu einem Bereich, wo ich mir extrem schwer getan habe, war eigentlich das Tore schießen. Also meiner Meinung nach wurde das echt überarbeitet und ist auf jeden Fall schwerer wie in FIFA 18. Vor allem, warum? Weil es erstens einmal diese einfachen Doppelkreisschüsse nicht mehr gibt. Jetzt muss man L1, R1 und Kreis drücken, also ein bisschen wie in die Richtung Mortal Kombat, mehr Tastenkombinationen drücken. Zweitens aber auch,
das Timing ist jetzt ganz, ganz wichtig, ja. Und wenn ich das perfekt beherrsche, dann kann es vermutlich auch in die Richtung gehen wieder, dass vielleicht mehr Tore fallen. Aktuell, wenn man das Spiel noch nicht wirklich aufgespielt hat, ist es auf jeden Fall Team und mir und den anderen sehr schwer gefallen, da wirklich so 4, 5, 6 Tore in einem Spiel zu schießen, weil es einfach wirklich auf jeden Fall aufs Timing ankommt und viel schwerer geworden ist. Deshalb, so wie hier in der 55. Minute, noch aktuell 0:0. Ja, wie gesagt, der erste Treffer hat ein bisschen auf sich warten lassen. In der 56. Minute circa ist es dann passiert, wo Tim mit einem richtig geilen Deckling, ja, den Ball erobert. Und was dann passiert ist, Barcelona-Style. Also das war One-Touch-Fußball, wirklich auf höchstem Niveau, einfach schöne Passkombination. Und der neue Spieler, Melko, mit der Nummer 14, hat dann noch eiskalt verwandelt. Also wie gesagt, das war eine richtig geile Kombination. Da muss man auf jeden Fall mal einen Daumen hoch da lassen. War auf jeden Fall geil gespielt von Tim und ging damit mit 1:0 in Führung. Dann die 82. Minute hat er einen blöden Ballverlust gehabt. Ich habe ihn sehr schnell erobert und dann habe ich das probiert, natürlich auch auszunutzen, dass er halt noch im Umschaltspiel war. Habe einen super Trick mit Di Maria gemacht, dann einen scharfen Pass in die Mitte und ja, dann ein bisschen glücklich trotzdem noch zum Abschluss gekommen und da habe ich das richtige Timing erwischt und habe dann in der 86. Minute das 1:1 erzielt. Ich dachte natürlich, das Ganze geht auch in die Verlängerung, weil wir, wie gesagt, beim Toreschießen da auf jeden Fall noch ein paar Schwierigkeiten haben, aber ich muss gleich dazu sagen, es wird nicht passieren. Warum, werdet ihr natürlich auch gleich sehen. Es ist so, dass der Tim eigentlich den letzten Angriff hätte haben sollen, aber er hat halt dumm den Ball verloren und ich habe dann die Chance genutzt, ein Tor zu erzielen, ist mir aber in erster Linie nicht gleich gelungen. Ich habe hier versucht natürlich wieder einen schönen Spielaufbau zu machen, schöne Dreieckbildung, dann den Spieler über die Außen zu schicken. Dann wollte ich eigentlich eine Schusstäuschung machen, ist dann nicht wirklich gelungen. Ja, und dann habe ich eine schöne Eckenvariation, aber schaut es einfach hin. Ich halt meinen Mund. Ja, und dazu will ich gleich auch mal was sagen. Nicht, dass es wahrscheinlich auch euch gefallen hat, meine Eckenvariation schon in FIFA 19, obwohl das Spiel noch nicht draußen ist, schon zu sehen. Das ist eine geile Variante. Ja, diese Variante hat sehr oft Gefahr auch erzeugt und deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall gerade im Eckenbereich wieder super Kombinationsmöglichkeiten gibt, um Tore zu erzielen. Was ihr links oben seht, ja, ist in FIFA 19, das ist neu, steht jetzt 2 Minuten Nachspielzeit und 92 Minuten 5 Sekunden wurde gespielt. Das heißt, man kann jetzt sich nicht mehr so drauf verlassen, okay, 90. Minute, ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit, sondern jetzt muss man wirklich ständig auf die Uhr schauen, um wirklich auch dann rechtzeitig einen Konter, einen Abschluss zu erzielen. Ja, weil die Eckenvariation meiner Meinung nach sehr schön war und sehr gut gelungen ist und ich hoffe, es euch auch gefallen hat, schauen wir es uns nochmal gemeinsam an. Ich habe einen zweiten Spieler zu mir geholt, weil ich das gerne mag und dann habe ich eine schöne Finte ausgepackt mit einem schönen Trick. Ja, und dann wollte ich nicht direkt flanken, sondern man dachte, okay, spielst noch runter zu Rabiot und dann direkte Flanke zu Draxler und der hat sich eiskalt in die Höhe geschraubt und dann auch wirklich schön den Kopfball platziert. Und ja, somit in der 92. Minute Nachspielzeit gehe ich mit 2:1 in Führung und da muss ich natürlich sagen, da hat Team jetzt leider aufgrund der neuen Variation, dass man jetzt schon sieht, dass es schon zu Ende ist, fast das Spiel, eigentlich keinen Angriff mehr haben dürfen können und somit habe ich das Spiel 2:1 gewonnen. War auf jeden Fall ein sehr knappes Spiel. Wie gesagt, da war es wirklich sehr entscheidend, wer mehr Tore schießt, gewinnt. Chancen waren auf beiden Seiten da. Die habe ich jetzt rausgeschnitten, weil sonst dauert das viel zu viel. Vor allem Team hatte 7 Chancen. Ich hatte 2 Chancen. Also man merkt, dass Team auf jeden Fall da viel noch aufarbeiten muss. Aber ich muss auch sagen, er ist noch aktuell im FIFA 18 Training wegen der Relegation gegen Ibumski. Und deshalb ist es natürlich auch verständlich, dass er da weiter im Kopf das automatisiert hat, die Doppelkreis auf den Kreis auch zu drücken und nicht mit L1, R1 und Kreis. Ja, dann, weil er unbedingt dieses Tor gefeiert hat von sich,
wollte sich das nochmal anschauen und deshalb schauen wir es uns gemeinsam nochmal an. War wirklich ein sehr schöner Treffer, schöne Kombination und ja, das ist Barcelona-Style. Und weil man natürlich nicht gerne verliert, wollte der Team natürlich eine Revanche, die habe ich ihm natürlich auch gegeben, weil ich natürlich auch mehr Spiele spielen wollte. Er hat diesmal mit Barcelona gespielt, ich mit Juventus und es hat wieder fast 79 Minuten gedauert, bis der erste Treffer gefallen ist. Ich würde sagen, schauen wir uns den an. Es war auch hier wieder ein sehr, sehr gutes Tackling von ihm, so wie im ersten Spiel mit Piqué. Und dann hat er sehr schnell das Umschaltspiel gespielt. Er hat dann nochmal zurückgepasst, dann schön über die Außen zu Alba. Also es war wirklich auch wieder am Ende des Tages eine sehr schöne Kombination und auch der Abschluss wäre perfekt. Also ja, auch wieder hier Gratulation an Team und Daumen hoch. War wirklich wieder eine schöne Kombination. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja, und das war das zweite Spiel gegen Team von FC Basel. Ja, was ich dazu noch ein bisschen sagen möchte, auch das Gameplay hat sich verändert von der Geschwindigkeit. Also ist auf jeden Fall viel, viel langsamer als in FIFA 18. Macht mir dadurch meiner Meinung nach viel mehr Spaß, weil man einfach das Spiel viel langsamer und kontrollierter und gezielter gestalten kann. Ja, und weil wir natürlich mehrere in der EA-Lounge waren, wollten wir natürlich auch ein bisschen die Gegner dann einmal austauschen. Ich habe dann noch zwei Spiele gemacht, die aufgenommen worden sind für euch da draußen gegen Gimli. Gimli, der spielt schon seit 10 Jahren FIFA, war auch schon zweimal deutscher Meister, einmal österreichischer Meister, ist ein österreichischer Spieler. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall da jetzt viel Spaß. Ganz, ganz wichtig, ja, schaut kurz auf das Radar. Das ist nämlich jetzt auch neu, jetzt nicht wie es komplett jetzt so aufgebaut ist, sondern eigentlich was drinnen ist. Ihr seht jetzt, dass es Dreiecke gibt und Kreise. Somit kann man jetzt wirklich super unterscheiden, ja, wer ist. Und somit kann man sich wieder ein bisschen mehr auf das Radar verlassen. Weil in FIFA 18 war es ja so, dass beide Kreise waren, dass dann beide die gleiche Farbe teilweise gehabt haben, vor dem Patch, nach dem Patch. Also war ein bisschen komplizierter und unangenehmer drauf zu schauen. Ich habe früher immer sehr gern mit dem Radar gespielt, weil ich einfach dadurch eine enorme Übersicht habe und eine ganz, ganz schnelle natürlich. Ja. Das war halt immer für mich ganz wichtig. Und in FIFA 19 werde ich das wieder mehr verwenden, weil es jetzt eben, wie gesagt, jetzt viel übersichtlicher ist. Deshalb gehen wir auch gleich direkt ins Spiel. Ja, wir sehen, ich hier mit Juventus, er mit Real Madrid. Schöne Kombination, er aber gut verteidigt. Und jetzt ist genau das passiert, was dann morgen, ja, gemeinsam im 30-minütigen Taktikvideo besprochen wird. Hier kann man einstellen, wenn ich den Ball verliere, dass meine Spieler sofort versuchen, nach Ballverlust den Ball wieder schnell zu erobern. Mehr aber morgen in dem 30-minütigen Video. Ja, also seid da gespannt. Auf jeden Fall in dem Spiel habe ich das so eingestellt und man merkt, dadurch habe ich auch dann nach 35 Minuten meinen ersten Treffer erzielt. So, schöne Balleroberung schnell. Und dann habe ich natürlich nochmal abgewartet, Dreieck gebildet, zu schauen, um rauszulocken. Und dann habe ich natürlich viel Platz gehabt, schöne Kombination. Matuidi war jetzt nicht der Beste im Abschluss, aber ja, dann ein bisschen glücklich zustande kommen. Und Ronaldo, wie man kennt, steht dort, wo ein Stürmer stehen muss. Und hat dann das 1-0 erzielt, macht noch einen schönen Salto zum Jubel. Also ja, da muss man, wie gesagt, ausschlaggebend war definitiv dann die Balleroberung nach dem Ballverlust. Und das hat was mit der neuen individuellen Taktik zu tun. Das heißt auch dazu gleich, diese dynamische Taktiken, das ist auch was ganz, ganz Neues. Hier kann ich im Spiel mit den Pfeiltasten einfach, ja, mit gewissen Bereichen meine Aufstellung und meine Taktik ändern, ohne dass ich Pause drücke. Aber wie gesagt, morgen dann auf jeden Fall mehr. Ich möchte euch natürlich dann, ich weiß, ich wiederhole das sehr, sehr oft, warum. Ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, das Ganze euch anzuschauen, weil wie gesagt, ich habe mir da sehr viel Zeit genommen, sehr viel Arbeit reingesteckt. Wie gesagt, dauert ca. 30 Minuten. Kommt dann morgen online. So, dann konnte ich ja einen sehr, 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 sehr tollen Spielzug und Spielaufbau geschalten. Ihr seht, 85. Minute von meinem Torwart weg, über das ganze Spiel eine schöne Kombination aufgebaut und habe dann schlussendlich den entscheidenden Treffer zum 2-0 gemacht. Hier habe ich wieder abgewartet. Ihr merkt es und ihr wisst es, wenn ich jetzt nicht irgendwie weiß, wie es vorne weitergeht, bin ich nicht der Typ, der auf Glück spielt, sondern ich versuche dann immer schön zurückzuspielen.
neue Situationen mir zu erspielen. Das habe ich hier super gemacht, zum Außenverteidiger, zum Sechser und dann einen schönen Seitenwechsel zum Außenverteidiger und habe das Spiel komplett über die andere Seite gestaltet. Schöner Pass zu Dybala und der dann wunderschön mit Außenriss zum 2:0 in der 89. Minute. Ja, war auf jeden Fall ein schöner, sehenswerter Treffer, weil er einfach über das ganze Spiel super toll aufgebaut worden ist und dann mit einer Übersicht, einem Seitenwechsel das Spiel komplett in eine andere Richtung gelenkt habe. Ja, und das war das 2:0 im ersten Spiel gegen den lieben Markus. Und wir werden uns jetzt auch gleich dem zweiten und letzten Spiel für das erste Video von FIFA 19 widmen. Ja, im letzten Spiel war die Mannschaftsauswahl folgendes. Ich habe mit Manchester City gespielt und der liebe Markus mit Frankreich. Ja, was ich euch auf jeden Fall noch erklären möchte, ja, ihr seht es jetzt bei ihm in der Verteidigung im Zentrum. Ihr seht es am Mbappé hat den roten Dreieck über dem Kopf. Und der Matuidi diesen hellgrünen, wenn man das so sagen kann, von der Farbe her. Was bedeutet das? Jetzt sieht man, und das finde ich super toll beim Verteidigen, ja, offline sehe ich halt, was der Gegner dann für den zweiten Spieler anwählen kann. Online wird man es vermutlich nicht sehen werden. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil wenn man es nicht sehen kann, dann ist es auf jeden Fall für denjenigen, der defensiv gerade verteidigt, enorm ein Vorteil, weil er sehr schnell den Spieler wechseln kann zum anderen. Er weiß genau, zu welchem er wechselt. Das kann auf jeden Fall von Vorteil sein. Hier seht ihr das nochmal live, wie das Ganze dann ausschaut. Und ja, wie gesagt, nochmal kurz und knackig, was es bedeutet. Ich sehe halt sofort, wem ich als nächster angewählt bekomme, wenn ich die L1-Taste drücke. Auf jeden Fall auch ein super neuer, toller Feature von EA, was einfach nochmal für die Verteidigungsmaßnahmen das Ganze variabler und flexibler und individueller natürlich gestaltet. So, ihr seht jetzt einen riesen geilen Fehlpass von mir. Eigentlich wollte ich ihn, wie er ganz unten rechts am Radar sitzt, zum rechten Außenverteidiger, aber irgendwie habe ich mich vom Sticker irgendwie verdrückt. Ja, und was halt Markus dann sensationell gemacht hat, war einfach das Ganze super zu Ende gespielt. Ich meine, die Grätsche war ein bisschen Pech von mir, dass ich den Ball nicht kriege, aber sonst schöner Pass zu Griezmann. Und da muss man Kompliment sagen, nach 8 Minuten, er hat auf jeden Fall schon drauf gehabt, das Timing beim Abschluss, weil bei mir hat es meistens immer länger gedauert. Hier schöner Pass zu Griezmann und dann schönes Timing-Finish vom lieben Markus. Ja, bevor wir uns jetzt das nächste Tor anschauen werden, wollte ich euch noch kurz mitteilen, es ist so, dass das ganze Tempo, wie im FIFA 18, was so OP war und so wichtig war, eigentlich in FIFA 19 echt reduziert worden ist und echt mir oft vorgekommen ist, dann ein Hummels oder Otamendi oder langsamer Innenverteidiger den Ronaldo oder schnelle Spieler eingeholt haben, obwohl die Vorsprung gehabt haben. Also ich glaube wirklich, dass es diesmal nicht so OP ist, dieses Tempo und dieser Base, sondern eher eigentlich die physische Attribute eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, wir befinden uns in der 30. Minute. Ich habe den Ball sehr schnell erobert, mache wieder diese typische Dreieckbildungen, die ich sehr gerne im Spielaufbau habe. Spiel wieder zurück, wenn es gerade nicht geht, warte auf die Lücken. Das war glücklich, aber danach eiskalt zu Kevin De Bruyne ins Zentrum gespielt und der halt, weil er ja 5 Sterne schwacher Fuß hat, ja, schön mit rechts ins kurze Eck geschossen. Da muss ich sagen, war ich positiv überrascht, dass ich ihn gleich gemacht habe, weil ja, wie gesagt, bei mir das Time-Finishen und das Schießen ist da ein bisschen bei mir eher noch die Variante, wo ich definitiv noch sehr viel Aufholbedarf habe. Ja, das Letzte, was ich euch noch bezüglich Gameplay und Veränderung gerne mitteilen möchte, bevor wir dann noch das entscheidende Tor sehen werden, ist dieses Active Touch System, das meiner Meinung nach richtig gut werden kann, wenn man es aber auch beherrscht. Was bedeutet das? Man kann jetzt mit dem Stick den Ball richtig mitnehmen, sich richtig vorlegen in verschiedenen Richtungen. Dadurch werde ich sehr variabel und auf jeden Fall sehr flexibel und den Gegner kann ich dadurch wirklich sehr gut täuschen. Ja, dadurch werden auch einige Volley-Tricks auch erneuert in den Features. Also das ist auch auf jeden Fall ein geiles Feature. Ich habe das jetzt nicht so oft probiert. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und das ging in die Hose und deshalb habe ich die Finger davon gelassen. Aber ich wollte es auf jeden Fall mitteilen, weil es auf jeden Fall eine extrem neue Veränderung sein wird und natürlich auch ein neues Feature sein wird. Ja, wir sehen hier jetzt in der 77. Minute habe ich den Ball gut abgelaufen und dann habe ich einen sensationellen wieder
großen, langen Spielaufbau gemacht, über die rechte Seite zu Walker, dann wieder abgewartet, dann zum Sechser gespielt, dann zu Gündogan, zu Kevin De Bruyne, dann zu Sané raus, wieder zu Kevin De Bruyne, wieder zu Sané und dann ein sensationeller Treffer mit Aguero. Wirklich ein schöner Seitfallzieher. Das war fast mit meiner Eckenvariation, die ich euch gebracht habe, und das Bastor mit Barcelona von Team, einer meiner schönsten Tore, die ich da erzielt habe oder auch bekommen habe. Ja, und somit habe ich auch hier dann das letzte Spiel gegen Markus mit 2:1 gewonnen. Ich würde sagen, weil der Treffer so schön ist, schauen wir uns nochmal gemeinsam an, weil ja, ich denke mir einfach, das habt ihr euch verdient, dass ich euch da nochmal den schönen Treffer einfach auch präsentiere. Wie gesagt, der Treffer ist eigentlich dadurch entstanden, 77. Minute, Markus wollte das Spiel ziemlich schnell machen, er wollte Mbappé rechts unten schicken, ich habe das aber mit Mandy gesehen, bin das dann noch perfekt abgelaufen, hatte ein bisschen Glück, das will ich euch auch mitteilen, diese L2-Taste, die bringt fast gar nichts mehr, das heißt Leute wegschubsen, deshalb ist es wichtig meiner Meinung nach, dass ein Spieler sehr robust ist und physische gute Attribute hat, als wie jetzt die Geschwindigkeit, weil Mbappé ist definitiv, glaube ich, schneller als wie Mandy, aber ihr seht, dass eigentlich die Robustheit hier in dem Bereich auch dann gewonnen hat. Und dadurch habe ich den Ball dann erobert. Ja, und wie schon vorher erwähnt, bin ich jemand, der langsam einen Spielaufbau macht, immer meistens die sichere Variante macht, wenn es nicht nach vorne geht, wieder zurückspielt, Dreiecke bildet, und hier habe ich dann halt super abgewartet. Markus hat zu aggressiv verteidigt, hat mir dadurch dann eine Lücke gegeben, wo Kevin De Bruyne dann alleine vorne in Richtung 16er gelaufen ist. Dann habe ich gesehen, dass Sané links unten perfekt mitläuft, habe den natürlich dann noch angespielt, nochmal ein Doppelpass. Ja, und da habe ich einfach gesehen, dann, dass Aguero super in der Box im Zentrum beim 11er Punkt frei steht, und habe dann einfach mit der L1 Flanke, die ihr bis dato in FIFA 18 auch kannt, hier einfach einmal auch versucht, und die ist dann perfekt angekommen. Muss auch natürlich sagen, es war wirklich haarscharf. Ihr seht jetzt hier, dass der Spieler von Markus das unbedingt verteidigen wollte, den Kopfball aber nicht erreicht hat, weil das dann ein bisschen zu hoch war, und was dann Aguero gemacht hat, war dann erste Sahne, schönes Side-Field-Tor zum Abschluss von meinem FIFA 19 Gameplay-Video. Ja, war auf jeden Fall geil, und wir schauen uns dann nochmal die Wiederholung an. Wie gesagt, wenn euch die Tore gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Folgt, wie gesagt, die Leute, die ich im Video markiere, die haben sich auf jeden Fall verdient. Ja, schöner Treffer, glaube ich, oder? Das hat sich auf jeden Fall einen Daumen hoch verdient. Ja, meine Leute, und damit kommen wir auch zum Schlusspunkt von meinem ersten Video zu FIFA 19. Wie gesagt, riesen Dankeschön nochmal, wie schon am Anfang erwähnt, an T-Mobile, die mich zu Gamescom geschickt haben durch ein Gewinnspiel. Aber natürlich auch ein riesen Dankeschön an EA, die mir das ganze Material auch zur Verfügung gestellt haben, dass ich das Ganze aufnehmen habe dürfen. Da nochmal ein riesen Dankeschön an Tim Katnavatos, der Stranger, der seine Festplatte mitgenommen hat und das Ganze auch mir dann online zugeschickt hat, damit ich für euch das Ganze auch zusammenschneiden kann. Ja, wie gesagt, morgen kommt auf jeden Fall dieses 30-minütige Taktikvideo. Verpasst es nicht. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Ihr werdet in Zukunft viel Content von mir kriegen. Ihr habt auch bemerkt, dass ich in letzter Zeit viel Content auch schon gebracht habe. Ich bin motiviert, ihr seid motiviert, und deshalb lasst den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt mir alle Fragen in die Kommentare stellen, die für euch wirklich interessant sind. Egal, ob es jetzt zu FIFA 19 sind, ob es zum E-Sport sind, ob es zu meiner Person ist, ob es zu meinem Management ist, ob es zu meinem Coaching ist. Ihr habt viele Möglichkeiten, mir Fragen zu stellen. Natürlich könnt ihr auch meine anderen Social Media Kanäle, die in der Beschreibung sind, einfach abchecken. Wie gesagt, Support ist kein Mord und ist natürlich nicht selbstverständlich, und ich würde mich darüber über jeden Support aber extrem freuen, weil es, wie gesagt, nicht selbstverständlich ist. Ja, in diesem Sinne würde ich mich verabschieden, wünsche euch natürlich noch einen schönen restlichen Tag. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Mario Visca, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal.